Willkommen heute wieder zu einer Runde durch die Clicker Idle und Incremental Games. Als nächstes ist wieder Shop Heroes an der Reihe. Ich bin jetzt gerade dabei, das nächste legendäre Item herzustellen, weil ich das jetzt für eine aufgelevelten Helden brauche. So, die versilberten Beinschienen kommen jetzt erstmal rein. Damit wird dann jetzt das nächste Epische hergestellt und aus dem Epischen, aus den Vieren dann natürlich eben das Legendäre. Währenddessen ist der andere Kessel ja, mit Frosthandschuhen beschäftigt. Und dem werde ich jetzt gleich mal noch die nächste in Auftrag geben, dass er das nächste da herstellt, einfach um die zu kombinieren und zu verschmelzen. Aktuell ist natürlich wieder das Wochenendevent aktiv, noch etwas über einen Tag bis morgen Abend wieder. Und ich bin im Moment noch ein bisschen am Überlegen, ob ich noch bis 12.500 tatsächlich weitermache, weil dafür müsste ich auf jeden Fall noch etliche Stadtmissionen dann fertig machen. Jetzt ist erstmal so, natürlich hier die nächste Runde abzuschließen, um die wieder nach Hause bzw. ausruhen zu lassen, zumindest aus den blauen Feldern. Weil das ist dann jetzt auch so die Änderungen, beziehungsweise oder eher die nächsten Projekte, die anstehen. Und die kann ich gleich wieder losschicken. Das sind hier nämlich die drei, die in dieser Woche gebufft sind und deswegen doppelt so viel als normal zurückbringen. Deswegen die sich natürlich auch am meisten lohnen. Dann bin ich zumindest schon mal knapp vor der achten Stufe. So, hier habe ich meine Strategie ein bisschen geändert. Alle 8 Stunden, wenn ich die Sachen nicht verkauft habe, senke ich die dann um 5.000. Und die, die ich verkauft habe, die werden entsprechend angehoben. Das heißt, der Frostkern geht dann wieder günstiger. Das heißt, in der Form werde ich davon auf jeden Fall welche verkaufen, weil der hat dann nur noch 330.000. So, der geht auch dann günstiger raus, auch wenn der dann immer noch nicht unterhalb des Preises liegt. Aber inzwischen orientiere ich mich wirklich überhaupt nicht mehr an den Marktpreisen, sondern schaue einfach, dass ich mit meinen Preisen ab und zu verkauft werde, eben dann zu einem guten Preis. Und nicht in den Unterbietungswettbewerb da einsteige, der teilweise stattfindet, wo Preise manchmal innerhalb von wenigen Minuten um 50 bis 100.000 fallen. Weil so dringend bin ich nicht auf das Geld angewiesen. Im Gegenteil, ich habe eher noch eine Stufe runterzuschalten und noch langsamer vorwärts zu gehen, weil ich es erstens gar nicht so eilig habe. Weil nämlich das Hemmnis, was mir im Moment am meisten fehlt, sind diese Fragmente für die neuen Entwürfe. Hier hinten habe ich jetzt inzwischen noch einen weiteren Slot, den sechsten jetzt freigeschaltet und dort verkaufe ich inzwischen Phönixfedern. Jetzt für 375. Also der kann dann auch relativ bald verkauft werden, weil der ist dann zumindest auf der Ebene, wo der Preis ohnehin aktuell steht. Beim Event sind die Preise ja eh immer ein bisschen höher. Weswegen ich so dann eher noch eine Nummer runtergeschaltet habe, ist, weil ich gar nicht so schnell die Fragmente bekomme, um hier die Stufen freizuschalten. Und hier fehlen mir jetzt im Moment die 21er. Level 20 habe ich jetzt bereits komplett freigeschaltet. Und deswegen ist es für mich nicht so sinnvoll, jetzt hier weiter zu forcieren, meine Helden auf Stufe 30 zu bringen, wo ich dann weiter die Sachen freischalte und dann aber leider ohne diese ganzen Extras hier auskommen muss, was mir eben dann nicht so gefällt. Sondern wenn, dann möchte ich lieber, dass meine Helden auch das Zeug noch kaufen können. Weil wenn ich die jetzt schon auf Level 30 oder sowas bringe, dann kaufen die ja die 20er nicht mehr. Weil die können ja nur 7 Level höher oder niedriger ihre Items kaufen. Also deswegen bin ich da jetzt etwas geruhsamer und level nicht so schnell auf, dass die hier wieder neue Maximallevel erreichen oder neue Level aufgelevelt bekommen können. Und deswegen die letzte, die jetzt noch übrig ist, nachdem sie jetzt Stufe 23 erreicht hat, ist Irene. Und hier ist es leider eben so, dass da gerade wieder die Lücke ist zwischen den Ritterreitstiefeln und dem versilberten Beinschienen, weswegen sie jetzt eben die versilberten Beinschienen in Gold bekommt, damit die halt eine 0% Schadenswahrscheinlichkeit haben. So, dann gucken wir mal, was das Glücksrad ausspuckt. Naja, was beim letzten Mal schon drin stand, irgendwie mit dem Update von wegen, dass jetzt die Wahrscheinlichkeiten drin sind, ich habe ich erst nicht gefunden, weil ich hatte bloß dieses i hier gesehen und das andere irgendwie nicht gesehen. Also hier stehen ja jetzt nur, was da so an Boni da ist und dass der nächste Boni hier bei 1000 wieder die Fragmentanzahl erhöht. Das heißt, statt ein Entwurfsteil kann ich dann hoffentlich zwei absahen. Ich hoffe nicht, dass es dann 1 bis 2 heißt, sondern dass es dann generell 2 sind. Und das I war mir zumindest nicht aufgefallen und hier steht zumindest, mit welchen Wahrscheinlichkeiten das Ding aktuell läuft. Also die Wahrscheinlichkeit, einen Schlüssel zu bekommen, liegt bei 0,9% und die Juwelen 1,4%. Also wenn es dann so aussieht, von wegen ich bin nur ein Feld neben den Juwelen gelandet,
Nein, die Chance, Juwelen zu bekommen, ist nicht etwa 1 zu 12, sondern die Chance ist 1,4 zu 100. Bei 100 Versuchen, das heißt dreimal am Tag, kann ich ja das Glücksrad drehen, wenn ich das alle 8 Stunden nutze. Das heißt einmal im Monat vielleicht, so Pi mal Daumen, dass ich die Wahrscheinlichkeit habe, Juwelen zu bekommen. Also wenn ihr mehr als einmal im Monat die Juwelen trefft, dann habt ihr schon gut Glück. Was noch spannenderweise dazu kommt, ist, dass mindestens jedes Zehnte zwei weitere, also bei mir zumindest, weil hier die Drehversuche sind inzwischen von 1 auf 2 angehoben. Das heißt, ich kann dann nochmal drehen und das erhöht natürlich die Anzahl der Drehs ein bisschen, weswegen die dann doch ein bisschen früher als einmal im Monat auftauchen könnten. Ich weiß nicht, wie stark sich die Wahrscheinlichkeiten tatsächlich mit den Leveln ändern. Weil ich habe die jetzt erst das erste Mal bei 35 tatsächlich gesehen und habe mir die vorher auch noch nicht notiert. Und was sich jetzt auch geändert hat, also zumindest für mich, ich bin jetzt auf der, mit Stufe 35 bekomme ich jetzt jede Woche, wenn ich alle, also wenn ich die 7 Tage abgeschlossen habe, bekomme ich jetzt diese Wundersackbeutel und nicht mehr die Überraschungssackbeutel. So, dann gilt es jetzt noch einmal zu kämpfen. Mal gucken, wie es heute aussieht. Weil im Moment ist es schon wieder ziemlich schwierig geworden. Wieso und warum, weiß ich nicht. Ja, nix, kein Punkt 0. Weil ich hatte in meiner Konfiguration aktuell nichts geändert und ich war nämlich von den Rängen tatsächlich schon bis auf Stufe 17 aufgestiegen. Also einmal war ich hier und habe deswegen auch über diesen Weg einen solchen Sack bekommen mit dem Blitz. Bin dann aber jetzt die letzten Tage hier purzel, purzel, purzel um 5 Ränge wieder nach unten gefallen. Also ja, so schnell kann es dann auch wieder gehen, dass man halt Gegner bekommt, die dann doch mit meiner Kombination an Fähigkeiten nicht harmonieren, in der Hinsicht, dass sie gewinnen und ich verliere. Wenn der Tageswechsel ist, so irgendwie entweder um 1, 2 Uhr irgendwo in der Dreh, wo das dann tatsächlich endet, da hatte ich jetzt beim letzten Mal nämlich das Problem, da gab es wieder das Unbreakable Event und ich hatte die noch losgeschickt und dachte mir, ah, okay, das war jetzt irgendwie kurz nach 1 Uhr oder nach kurz nach 2 Uhr, aber das Ding steht noch da und es wurde auch bei den Helden noch angezeigt, als ich sie losgeschickt habe, dass hier im Endeffekt alles Unbreakable war, aber es war es nicht. Also lieber dann den Client neu starten und sehen, dass die Zahlen sich tatsächlich nicht mehr im Unbreakable-Bereich bewegen, weil das, sobald das Event abgelaufen ist, das nicht sauber zurückgesettet wird und nicht sauber aktualisiert wird. Weil es ist generell so, dass mir diese Information stehen bleibt, auch wenn die dann abgelaufen ist. Beim Tageswechsel lieber den Client einmal neu starten, als dass ihr ein wichtiges Item verliert, was dann durch das Unbreakable nicht mehr geschützt wird. Eine Strategie, die ich jetzt zusätzlich noch entwickelt habe, oder halt entwickelt, ist vielleicht ein bisschen zu viel, sondern einfach nur überlegt habe, weil ich bin ein, zweimal dann an die Grenzen von meinen Arbeitern gestoßen, dass sie ja dann aufgelevelt waren und es dann natürlich darum ging, dass eines ihrer Gebäude, mit dem die zusammenhängen, dann aufgestuft werden musste. Ja, das Problem dabei ist nur, wenn der Waffenschmied jetzt zum Beispiel bereits die Stufe 32 erreicht hat, dann verliere ich ja hier den ganzen Bonus, den ich da reinhaue. Also die ganzen Millionen, die ich da investiere, dann verliere ich die, in dem Fall hier die 2000, die ich mit jedem Upgrade bekomme. Bei ihm sogar noch mehr, 30.000 pro investierten 300.000 im Moment. Wichtig ist, dass er auf jeden Fall aufgelevelt wird, weil für ihn habe ich jetzt auch Stufe 32 freigeschaltet und das heißt, bei Stufe 31 würde ich anfangen, eben das Level, also hier das Gebäude zu verbessern, um ihn dann letztlich wahrscheinlich auf Stufe 34, 37 oder sonst was zu heben. Weil die Sprünge hier sind ja dann doch recht groß geworden, dass die hier um 7 Level zugelegt haben. Und damit ich dann noch 1 oder 2 Level tatsächlich mitnehmen kann, allein durch das Ausleveln an der Stelle. Deswegen, also die Gebäude für die Bearbeiter rechtzeitig hochleveln, bevor sie auf dem Maximum sind, weil sonst geht das leider verloren, wenigstens eine Stufe davon. Bei den Helden mache ich es natürlich nicht, weil die Helden ich, wie gesagt, erstmal an der Stufe stehen lasse, wo sie jetzt sind, auch wenn hier auch Erfahrungspunkte verloren gehen. Aber bei den Helden ist es wiederum so, dass die gar nicht so viel ausmachen an der Stelle. Ihr seid alle auf Maximum, deswegen kann ich natürlich nicht sehen, welche Größenordnung jetzt die Zahlen aktuell haben. Der größte Knackpunkt im Moment ist immer noch der Brunnen.
den ich hier freischalten muss auf Stufe 35, bevor ich die 17er leider auf Stufe 20 bringen kann. Das wird auch noch eine ganze Weile dauern, weil ich im Moment noch ziemlich wenig Anlass habe, das zu investieren. Auch wenn ich wahrscheinlich es mir finanziell irgendwo leisten könnte, aber es ist halt eine ziemliche... Also vor allem ist auch das Problem, dass die dann hier so stark ansteigen, weil der geht jetzt schon auf Stufe 26. Danach würde sie wieder dran sein. Und das noch zweimal im Wechsel, dann sind die wahrscheinlich tatsächlich schon auf Stufe 30 oder das, was sie halt aufleveln können. Und dann müsste ich den eventuell hinterher bauen. Das will ich dann auch nicht, weil im Moment hat es ganz gut geklappt mit dem Aufleveln, weil ich durch die Fusionierung und durch die ganzen anderen Items, die ich aktuell benutzt habe, da eigentlich das immer ganz gut abdecken konnte. Das letzte war jetzt zum Beispiel Palasch. Klar, die Sandalen oder so weiter, da musste ich manches extra herstellen, aber zum Beispiel die Trommel und so weiter, die war schon da. Die hatte ich dann schon soweit vorbereitet. Einfach allein, dass ich dieses Item schon gemeistert habe, dass da genug Bausteine da waren, einfach um das sofort auszutauschen und eben passende Ausrüstung zu geben. Und deswegen eben einfach auch die ein bisschen langsamer machen, nicht jetzt irgendwas vorab hochziehen, bevor ich hier nicht auch die Sonderitems mitziehen kann. Und dazu mache ich jetzt mit euch heute auch noch ein paar Kisten auf, beziehungsweise nicht nur die Kisten, sondern vor allen Dingen auch ein paar von den Säcken auf, weil da ja auch noch ein paar Entwurfsstücke drin sein können, zumindest so lange, bis ich jetzt bei 650 wieder ankomme, weil zu sehr will ich meine Truhen jetzt hier auch nicht oder mein Lager nicht vollkleistern. Also das Bauen mache ich jetzt primär dann, wenn es entweder doppeltes Gold gibt oder wenn es zumindest doppeltes EP gibt, weil dann lohnt es sich auf jeden Fall mehr, hier die Items alle anzuheben. Die sind jetzt alle schon aufbereitet. Das heißt, Aufpreis und Kompliment ist hier überall abgeschlossen. Auch wenn ich jetzt im Moment nur bei 34 bin, ist es jetzt unproblematisch, weil bei den meisten bekomme ich jetzt 50 Energiepunkte zurück. Wenn ich hier den Laden wieder verbessert habe, dann habe ich auf jeden Fall genug Platz, um weitere drei von diesen Regalen aufzustellen. Das, was eben abgeschlossen ist, ist der zweite Kombinierplatz, der jetzt eben mit den 2000 Juwelen, die also einen Gegenwert von gut 20 Euro haben, wenn ich mir die gegen Echtgeld kaufen würde, abgeschlossen. Deswegen kann ich die jetzt beide parallel immer wieder benutzen und recht schnell solche goldenen Items herstellen. Worauf ich jetzt als nächstes spare, bin ich jetzt im Moment immer wieder ein bisschen am Schwanken, welches ich zuerst nehme. Als jeden, auf jeden Fall werde ich hier den dritten Questplatz updaten, was eben auch wieder 750 kostet. Und dann wahrscheinlich als nächstes den Verbesserungsplatz. Ebenfalls mit 750 und dann wieder im Wechsel hier weiter in die Questsachen, weil das ist ungemein nützlich, wenn die einfach sofort ihre Ruhezeit anschließen, sobald die Zeiten hier abgelaufen sind. Und da wäre es im Moment sinnvoll, einfach hier die drei Plätze noch voll zu machen, weil normalerweise kann ich 5 Gruppen auf Mission schicken. Den letzten brauche ich eigentlich nur selten, außer ich verteile die irgendwie auf mehrere Gruppen, weil hier eine Aufgabe ist, ich muss so und so viele Truppen in irgendwas schicken und das ist so weit unten. Zum Beispiel mal angenommen, ich soll irgendwie 5 Truppen hier ins düstere Anwesen schicken, dann schicke ich halt nur 1 oder 2. Das, was eben beim Kombinieren noch ein bisschen ärgerlich ist, das Ding ist noch 100%, das ist kein Problem, aber wenn ich mit denen die Legendären herstellen möchte, also die Roten, genau die Roten, die ich hier nicht in der Anzeige habe, sondern die ich dann normalerweise jetzt im Moment hier irgendwo ausgerüstet habe, hier also solche hier, diese netten mystischen Sachen. Wenn ich die herstellen will, eben aus den gelben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein gelber zerstört wird, relativ hoch, weil es liegt nur bei 63%, dass das gelingt. Und noch schlimmer wird es dann, wenn ich tatsächlich mystisch plus 1 mache, dann liegt die Chance nur noch bei 54%, wenn ich da die mystischen reinpacke. Also diese hohen Gegenstände dann tatsächlich herzustellen, das ist relativ schwierig, aber zum Glück reicht es im Großen und Ganzen aus, tatsächlich bei den goldenen zu bleiben. Also bisher habe ich noch nicht die Notwendigkeit gehabt, solche roten gezielt herzustellen, um so eine 0%-Reihe voll zu bekommen. Es ist schön, wenn ich mal einen roten habe, den ich dann da nutzen kann, weil die natürlich auch von den Multiplikatoren, da können auch deutlich niedrigere Gegenstände natürlich genutzt werden. Mal gucken, auf welcher Stufe ist der jetzt gewesen. Stufe 14, obwohl er Stufe 17 ist. Das ist relativ weit unten, lohnt sich aber trotzdem, weil die Mystischen halt einen so hohen Wertemultiplikator haben. Aber aufpassen bei den hohen, was die Kombinationswahrscheinlichkeiten angeht, weil dann, wenn es nicht klappt, wird eins der Items, die in der Kombination verwendet wurden, einfach zerstört. Inzwischen sind die Händler wieder aufgetaucht, nachdem ich ziemlich lange überhaupt nichts von denen gehört habe.
was offensichtlich daran liegt, dass ich die Händler anfragen, dass ich kein einziges Item produzieren konnte von dem, was die haben wollten. Inzwischen habe ich jetzt wieder eben ein paar von diesen 30ern freigeschaltet, also da, wo ich jetzt aktuell auf der obersten Stufe bin, hier um Level 30, hier auch Level 31 freigeschaltet, das Geistschild Level 29. Das heißt, da sind jetzt inzwischen ein paar Sachen dabei, die sie wieder nachfragen und deswegen dann auch ab und zu auftauchen. Aber es dauert natürlich noch eine ganze Weile, weil ich habe noch nicht alle drei Sachen freigeschaltet und ich werde die Händler ganz sicher nicht bedienen, wenn ich nicht alle Items produzieren kann. Ist also nicht so sinnvoll, die vorab abzuschließen. Mit Level 35 gab es jetzt den Wundersack, jetzt einmal die Woche dann. Was ich jetzt auch habe, ich habe zwei Zaubertruhen und den bekomme ich ab dem Status oder ab der Mission Höllischer Abgrund. Also die kann ich inzwischen recht regelmäßig machen. Ihr seht ja, 16 von 18 habe ich jetzt schon erfüllt. Und da habe ich tatsächlich, ich glaube, einmal sind sie zurückbekommen mit 3 von 4 hatten Zaubertruhen dabei und habe dann auch wieder eine bekommen. Das soweit mal zum aktuellen Status. Jetzt gucken wir noch ein bisschen an, was denn die Dinger so liefern. Ne, die Holzschlüssel machen wir nicht, die lohnen sich jetzt nicht so sehr. Gucken wir lieber noch den Eisenschlüssel an, weil da könnte ja vielleicht tatsächlich noch was Interessantes drin sein. Ein magischer Kodex. Hey, ein Entwurf! Ja, super! Das ist doch genau das, was ich brauche. Das heißt, der fällt bei dir dann jetzt raus. Also der magische Kodex, ein Zauberspruch von Stufe 23. Das gefällt mir ja unsagbar. Und der braucht jetzt so ein Amulett. Also das Aufleveln dieser Slots lohnt sich immer weniger, je mehr Items es letztlich gibt, die eben Gegenstände brauchen, die ich sowieso fusionieren muss. Das heißt, den kann ich, selbst wenn ich wollte, nicht direkt herstellen, weil eben dieser großartige Tagebuch, also das großartig nicht hergestellt werden kann. Und wenn es nicht hergestellt werden kann, muss ich erst den grünen herstellen, muss ihn dann fusionieren und oder upgraden, weil ich brauche ja für den grün auf blau jetzt kein weiteres Item, sondern ich kann das einzelne Item direkt auf blau bringen. Aber trotzdem muss ich den Zwischenschritt machen. Und da nützen mir natürlich die verbesserten Plätze deutlich weniger. An einer anderen Stelle hätte ich den sogar gut gebrauchen können, weswegen ich dann auf ein anderes Item umsteigen musste, das ich dann nämlich in Gold gebaut habe. Stattdessen habe ich zumindest das Lähmungstotem genommen und hätte sonst den magischen Kodex verwendet, weil der natürlich einen besseren Schadenswert gehabt hätte, weil die seltenen oder ungewöhnlichen Items ja höhere Schadenswerte insgesamt haben, selbst bei gleicher Stufe. Das Lähmungstotem, was ja ein Tick höher ist, hat nur 937 bei Episch, während der magische Kodex mit 23.312 Schadenspunkte oder Stärkepunkte hat. Und dann ist noch die Frage, lohnt sich es, das Zeug zu verkaufen? Flüssiges Feuer, wenn ich da die für mindestens 300.000 verkaufe, selbst mit einer Verringerung, ist mehr als das Doppelte, was ich für das Artefakt bekomme. Also lohnt es sich zumindest nicht direkt, das Zeug zu verkaufen. Gucken wir uns mal weiter die Kisten an. Hier gibt es jetzt auch die Wahrscheinlichkeitsanzeige. Das heißt, ein Entwurf ist 8% Wahrscheinlichkeit. Bei der Ledertruhe zumindest. Artefakt 47%. Qualität von makellos bis mystisch. Makellos bis mystisch mit Fähigkeit. Achso, dann ungewöhnlich oder selten. Und hier ein ja, normales Item. So, wie ändert sich das denn? 30, 30, 20, 20. Okay, Entwurf 20%. Das heißt, hier ist aber Wahrscheinlichkeit 0% noch einen Entwurf zu bekommen. Ne, 8%. Aber es gibt doch gar keine Entwürfe mehr auf der Ebene. Und die sind dann 30, 30, 20, 20. Und hier genauso. Du verrätst mir noch nicht, welche Wahrscheinlichkeiten du hast. Bin ja mal gespannt, was dir für... Okay. Die haben gar keine Wahrscheinlichkeiten, beziehungsweise werden sie nicht angezeigt, weil die Wahrscheinlichkeiten haben sie mit Sicherheit genauso. Ja, dann lasse ich die mal außen vor, weil die sind zu niedrig. Dann machen wir hier mal noch ein paar auf. Makelloses Skelettschild, okay. Genau, da kann ich jetzt zumindest keine Entwürfe finden. Von daher kann ich da nur ein paar interessante Items hoffentlich finden. Bis ich die 400 da aufgemacht habe, das wird noch eine Weile dauern. Silberstahl, großartiger kaiserlicher Umhang. Weil das ist zumindest von den Stufen her mit 25 jetzt noch das Spannendste. Machen wir mal einen davon auf und gucken, was da so... 47! Ach, du grüne Neune. Also die
Die Stufen kann ich aktuell bestimmt noch nicht gebrauchen, weil das nützt mir überhaupt nichts. 22 Millionen. Naja, da lässt sich auf jeden Fall schon einiges an Kohle mitmachen. Wenn ich jede Woche jetzt so ein Ding kriege mit irgend so einem teuren Item. Jetzt wäre natürlich noch interessant zu wissen, was die für Schadenswerte haben. 2340. 1950 ist dein Basiswert. Nicht schlecht. Die Items sind auf jeden Fall im Moment jenseits allem, was ich irgendwie mit meinen Helden ausrüsten kann. Also das ist jetzt die aktuelle Rangbelohnung. Die ist jetzt schon bei Level 50 angesprungen. Das ist natürlich die Frage, für welche Levelstufen wohl die hier dann relevant sind. Level 60, 70, 100 irgendwo in der Dreh. Also das wird noch spannend werden. Und mal gucken, ob ich so lange hier weiter dranbleibe, bis ich in diesem Bereich irgendwann vorstoße. So ist es zumindest immer noch recht gemächlich, das Ding einfach laufen zu lassen, ab und zu ein paar Aufträge loszuschicken. Entweder die Helden hier auf Mission oder halt irgendwas zum Fusionieren oder Bauen. Das ist so im Moment noch ganz entspannt. Okay, dann machen wir noch 5 von den anderen Säcken auf und gucken mal, was da noch so Nettes rauskommt. Okay, Yggdrasilblatt sollte hoffentlich noch genug Platz sein. Großartige Silbergabel, 26. Naja. Ha, ein Entwurfsteil. Genau das sind ja die Dinger, die ich suche. Eine versilberte Flöte, die kann ich bereits herstellen. Schade, dass die gefundenen Sachen nicht für die Herstellung irgendwie gelten. Und einen machen wir noch. Phönix wieder. Okay. Also mal sehen, ob ich noch einen Eisenschlüssel aufmache, weil ja, das mit dem Entwurf hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und 1 zu 5 wäre natürlich schon nett. Mal gucken, wie weit komme ich denn da aktuell noch? Also, Lederschlüssel. Oh, 2500. Nee, das wird nichts. So viel Zeit werde ich da nicht investieren, um bis 15 zu kommen. Das habe ich bisher, ich glaube, 15. Ich weiß gar nicht, ob ich die 16 noch geschafft habe. Das habe ich, glaube ich, nur einmal gemacht, wo es gerade eben ein Unbreakable-Event gab, womit ich die Ruhezeiten eigentlich auf 0 gekriegt habe. Wo es dann ja relativ schnell ging, alle 20, 30 Minuten die loszuschicken und das Zeug einzusammeln. Aber wenn die dann immer eine Stunde ruhen müssen, dauert es einfach zu lange. Deswegen auch hier eben, dass hier jetzt eine deutlich defensivere Strategie ist, um da irgendwie schnell mit den Missionen an Geld zu kommen. Es ist tatsächlich so, dass jetzt ab dem 20er Level der Marktplatz durchaus interessante Betätigungsfelder übrig lässt. Also machen wir mal Stufe 20 bis 30 und zwar nicht bloß die Items, sondern machen wir einfach mal ein Schwert. Und ich hatte ja gesagt, dass ich jetzt ohne Probleme ein weißes Item bis blau bekomme. Das heißt, ich muss es nur durch meine Kessel schleusen, aber ich muss dort nicht mehrere Items fusionieren oder irgend sowas, sondern ich brauche halt einfach nur die Zeit, um das durchzuschleusen. Und wie ihr seht, kann ich hier auf dem Markt die Säbelzahnklinge für 85.000 kaufen. Also sehr günstig. Im Gegensatz dazu, wenn ich sie produzieren würde, brauche ich für die Säbelzahnklinge 4-mal Königsknochen und 3-mal den Würgering. Also das sind Hunderttausende. Mal gucken, das eine verringert sich bald noch um 2. Aber selbst im günstigsten Fall, also 1,2 Millionen, allein was die Bestandteile hier angeht, die ich, wenn ich sie auf dem Markt verkaufen würde, eben dafür beziehen könnte. Da wäre es natürlich spannend, wenn man Sachen, die man auf dem Markt kauft, disassemblen könnte, also wieder auseinandernehmen könnte und die Bestandteile zurückgewinnen könnte. Aber egal, auf jeden Fall kann ich hier für 85.000 statt für 1,2 Millionen das Ding selber im Gegenwert zu produzieren, das Ding einkaufen und dann zum Beispiel hier für 1,6 Millionen verkaufen. Ein locker Reingewinn von 1,6 Millionen. Hier ist es dann schon wieder anders, weil hier brauche ich 2 von den Items. Das heißt nicht, dass es sich nicht lohnen würde. Es lohnt sich auf jeden Fall ebenso, falls die Nachfrage hier nicht reichen sollte. Aber dafür muss ich zum einen 2 machen. Ich brauche einen längeren Produktionsprozess und hätte weniger Gewinn, als wenn ich 2 blaue verkaufe, als wenn ich 1 von den Dingern verkaufe. Also da muss ich dann ein bisschen gucken, aber ich denke, bis blau ist das hier an vielen Stellen sehr spannend möglich. Okay, hier gibt es keine blaue Nachfrage. Da müsste ich mir dann überlegen, ob ich noch ein paar Juwelen grinden will. Hier vor allen Dingen, wenn ich 8 von denen jetzt nehme, um das Ding herzustellen, kostet mich sozusagen diese 7 Juwelen gerade mal knapp 100.000 pro Stück, also nicht mal. Das könnte durchaus eine interessante Überlegung werden, aber es braucht natürlich einiges an Zeit, bis die Fusionierer da sind.
Deswegen in der Hinsicht wäre dann schon wieder spannend, hier den nächsten Kombinierslot zu machen, der aber 3.000 kostet, plus das Upgrade dann wahrscheinlich auch nochmal 3.000 oder sogar 4.000. Also das ist dann sehr, sehr aufwendig, aber ich hoffe, ich komme mit den Zweien erstmal gut voran und kann halt hier im Markt dann sinnvolle Sachen anstellen. Aber klar, die Schwierigkeit an der Stelle ist wieder ein bisschen, die 25er sind halt mehr als ein 20er in der Kombination. Umgekehrt bringen sie halt auch weniger Geld ein. Also wenn ich jetzt hier von 21.000 auf, ja, hier ist mal sehr schlechtes Preis. Also gut, das sind ja jetzt die Anforderungen, weil mal gucken, was hier tatsächlich die Angebote sind, weil natürlich die liegen nochmal anders mit 100. Ach genau, ich muss dann auch bei dem anderen nochmal vergleichen. Also gucken wir uns gerade das Schwert nochmal an. Das sieht hier dann natürlich schon wieder anders aus, aber hier habe ich mit 250.000 zumindest noch einen ganz guten Schnitt, wenn ich da eins nehme und dann für 1,6 Millionen verkaufen kann, dann habe ich immer noch 1,3 Millionen auf jeden Fall plus gemacht. Aber ja, da muss ich dann für jedes Item nachgucken, wo es sich lohnt, das tatsächlich einzukaufen und wo dann ausreichende Gewinnspannen sind und wo es zeitlich am günstigsten ist. 650.000 ist lustig, dass die einfachen im Moment mehr kosten, wahrscheinlich weil die einfachen standardmäßig auch verkauft werden an die Helden. Deswegen hier die Preise dann höher sind, aber die grünen natürlich nicht standardmäßig so ohne weiteres verkaufbar sind, weil die tauchen dann nicht direkt auf, wenn man sie nicht extra freigegeben hat. Und die dann erstaunlicherweise günstiger sind. Also, da gibt es noch ein bisschen anzugucken, aber das werde ich jetzt heute nicht mehr machen. Soweit von Shop Heroes. Mehr dann beim nächsten Mal. Mal sehen, welche Slots ich dann hier tatsächlich erweitert habe und wie viele Diamanten ich einnehmen kann. Eventuell eben über den Handelsplatz.